Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Ja, hallo, heute mal wieder eine neue Folge YouTubers Live. Wir haben gleich eine Meldung reinbekommen. Vlogs, du hast eine neue Videokategorie freigeschaltet. Ich habe angefangen, neue Zuschauer zu bekommen, bla bla. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir jetzt Vlogs aufnehmen können. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen. Und da ist auch schon das Spiel reingekommen, was wir für jemanden aufnehmen sollen. Dann würde ich mal sagen, tun wir das auch gleich. Spiel auswählen. Das muss es sein. Ist nicht so beliebt, aber... Okay, wir haben die Konsole gar nicht. Da haben wir irgendwas angenommen, wofür wir gar nicht die Konsole haben. Müssen mal gucken, wie hieß die Konsole jetzt? Play Studios 2, okay. Wir müssen mal gucken, wie viel die Konsole überhaupt kostet. Vielleicht können wir uns die ja leisten. Das wäre ja auch ganz gut für uns. Aber wenn die zu teuer ist, die ist hier gar nicht dabei. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah doch, das wird die sein. 253, oh je, da müssen wir ganz schön viel arbeiten und ich glaube mal, das muss bis wann fertig sein? Das steht hier gar nicht. Hä, aber das ist doch das Spiel, was wir bekommen haben. Hier. Vor dem März. Ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, da können wir ja noch ein bisschen schlafen, essen. Dann gehen wir mal fleißig arbeiten, dass wir uns vielleicht die Konsole leisten können. Was wir nicht alles für Freunde machen, ne? Darf ich mir von dir ein paar Spiele ausleihen? Jawohl, Motorrad. Ich weiß ganz genau, ich werde dieses Spiel nie wieder zurückbekommen, aber wir sind mal gute Nachbarn. Na gut. Was essen wir denn? Wir essen mal einen Hotdog. Mhm. Ja, essen wir schön. Okay, jetzt kannst du auch fleißig arbeiten gehen. Arbeiten. Erzähl mal von deinem Spielstand. Och, von meinem Spielstand. Ach, nee, ich will nichts verraten. Vielleicht passiert es ja hier auch noch, deswegen will ich nichts verraten. Aber auf jeden Fall war es mega ärgerlich. Und unser PC ist natürlich mal wieder kaputt. Den müssten wir dann auch wieder, entweder aufrüsten oder reparieren. Wir haben einfach gar kein Geld. Jetzt muss er wieder schlafen, sonst kann er keine guten Jobs annehmen. Weil wir brauchen hier diese Punkte bei den Glühbirnen, um bessere Jobs anzunehmen, damit man mehr Geld bekommt. Und deswegen dauert es auch immer so lange, weil er dann halt immer schlafen muss. Arbeit. Na komm. Wir brauchen Geld. Es war schade, dass es für diese Honey Play Studios 2 gemacht ist. Ich habe das nicht gelesen. Dumm von mir. Weil da bekommen wir dann auch Geld dafür. Ich muss mal gucken, wie viel wir für den Auftrag bekommen, ob es sich eigentlich überhaupt lohnt. Wow, es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Aber naja, wie viel hat die jetzt gekostet? Ich glaube, wir müssen nochmal arbeiten gehen, oder? Ich glaube, 245 hat die gekostet. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach Gott, wie vergesse ich, wie ich wieder bin. Geh nochmal schlafen. Ja, du verlierst Abonnenten. Ja, ich weiß. Dann nehmen vielleicht mal ein Scanning-Video auf. Wir haben ja irgendwelche Spiele, aber die sind alle irgendwie doof. Wir müssen auch neue Spiele kaufen. Oh Gott. Oh Mann. Was sollen wir denn nur spielen? Egal, nimm einfach irgendwas auf, damit wenigstens irgendwas hochgeladen wird. Auf. Irgendwie seit neuestem, das war letztens nicht, als ich die Aufnahmen gemacht habe, ist hier so eine Leiste. Haben die das irgendwie erneuert? Keine Ahnung. Das war letztens nicht. Ja, das bleibt alles beim Alten, oder? Ja. Okay. Ich hoffe, unser PC macht das noch mit. Okay, da macht's mit. Ist
jetzt irgendwie voll komisch, weil. Oh, ich habe es gar nicht gelesen. Ich drücke einfach irgendwas. Du hast einen Kopfschuss während des Springens erhalten. Haben wir mörderischer Blick. Das passt nämlich dann auch besser. Zeit bevor das Spiel startet. Sinnloser Kommentar. Es ist voll komisch, weil ich habe einen privaten Account hier auch noch. Also Spielstand, sagen wir es mal so. Und da bin ich schon viel weiter. Weil wie gesagt, ich möchte nichts verraten hier. Und das ist jetzt voll komisch, wenn ich hier spiele. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht. Wenn ich jetzt hier spiele, weil bei mir eigentlich schon so viele Optionen offen sind und alles, aber na gut. Du bist erst bei Part 3 oder so. Wer? Ja, du. Hier? Ja, hier. Ja, aber bei meinem anderen Spielstand bin ich ja schon... Ja, wie ist es eigentlich, wenn du anders schon... du kannst dann mal bei mir reinschauen. Das erlaube ich dir. Okay, das lädt hoch, also können wir wieder arbeiten gehen. Ich kann nur so viel verraten. Wir haben jetzt schon wenig Geld und wir brauchen später noch viel mehr Geld, weil einfach noch mehr dazu kommt. Und es ist richtig schwer, so viel Geld zu bekommen. Ich meine, wir müssen hier ja auch Miete bezahlen. Hier ist es jetzt nur 80 Euro. Nein, danke, wir haben keine Zeit. Es ist jetzt nur 80 Dollar, ist es ja. Das geht ja noch, aber ja, später ziehen wir ja dann auch noch um und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht so viel verraten. Und dann wird diese Miete so teuer. Ja, schon klar. Wie viel kostet denn jetzt diese Konsole? 200 irgendwas? 250. Ja, was erzähle ich denn dann von 145? Ah ne, du musst erstmal hier. Okay, erstmal schlafen und dann gehst du nochmal essen. Oh nein, es ist der 3. März. Oh nein, wir müssen heute die Aufnahme machen. Wir schaffen das nie im Leben. Egal. Haben wir wenigstens Geld für uns. Oh Mann. Aber egal. Hallo Mike, ich bin einer deiner größten Fans. Ich will nicht wie ein Stalker wirken, aber ich gebe dir 30 Dollar für Schuhe Athlet aus deinem Schrank. Ja. Ja? Nein. Okay. Okay, 5%. Nee, wir haben irgendwie 5% mehr Zuschauer bekommen oder sowas. Also das ist gut, dass wir Nein geklickt haben. Alles gut. Ja, jetzt erstmal. Wir haben auch gar nichts zu essen da. Wir müssen mal Gas. Oh Gott! Ja, er hat jetzt in schlechten Zeiten muss man auf Brot und Wasser zurückgreifen. So viele Kosten. Da sieht man mal, wie viel man erstmal ausgeben muss, um überhaupt so ein Video aufzunehmen. Ja, bei mir ist es nicht anders. Ja. Wenn ich sehe, was der Mike alles aufgibt. Was laber ich denn? Alles ausgibt, genau. Aber in letzter Zeit eigentlich nichts mehr. Ja, in letzter Zeit nicht, aber allein schon wie viel Zeit es einfach in Anspruch nimmt. Das ist echt. Ich muss mit Brot auskommen, tut mir leid. Ja, dann geh nochmal schlafen auf. Das Video scheint ganz okay anzukommen. Gucken wir mal Ergebnisse an. Cool. Ja, es gibt immer Hater. Das kennt man ja. Aber ich meine, einen Daumen runter bei so vielen Daumen hoch, das geht klar. Okay. So, jetzt haben wir 248, aber wir schaffen das eh nicht mehr. Dann reparieren wir mal lieber unseren PC. Hier können wir uns wieder irgendwas abholen. Okay. Mich wundert es, dass hier gar keine Veranstaltungen sind oder auch nicht. Eigentlich steht dann hier immer das Datum drin, bis wann dieses Spiel fertig sein soll. Und hier bei den Geldaufträgen ist es jetzt weg. Achso. Aber es gibt jetzt auch neue Sachen bei YouTubers Live, ne? Echt? Ja, also ich weiß nicht was, aber die haben ein Update gemacht letztens. Und ja, deswegen ist hier auch so die Leiste und so weiter. Das war nämlich nicht. Unser Ziel ist, ich bekomme 50.000 Abonnenten. Wir haben gerade mal 5.107.
57. Ich frage mich, wie wir das bitte machen sollen. Da müssen wir ja. Oh Mann. Ich überlege gerade, ob wir nicht. Weil das mit dem Geldauftrag, das hat sich ja jetzt erledigt. Es wird uns ja gar nicht mehr angezeigt, weil es schon der 7. März. Ich habe da wahrscheinlich irgendwas überlesen. Ja, dann chatte mal kurz mit dieser Tussa. Und dann würde ich mal sagen, kaufen wir mal wieder neue Spiele, weil unsere Spiele, die sind alle von der Tendenz her schon nach unten gehend. Wie ihr seht, wir haben einfach keine guten Spiele mehr. Ich finde es voll schade, dass man so Spiele nicht mehr verkaufen kann. Zum Beispiel die Spiele, die werde ich ja jetzt nicht mehr aufnehmen, dass man die nicht einfach verkaufen kann oder sowas, weil dann irgendwann hat man so eine Sammlung und das ist einfach sinnlos. Also das hätten die mal machen können, dass man die irgendwie verkaufen kann oder irgendwie, ich weiß nicht. Aber vielleicht variieren da die Tendenzen immer, dass es vielleicht dann wieder hochgeht oder so, aber ich glaube mal nicht. Also keine Ahnung, genug gechattet, okay. Einkaufen. Vielleicht kaufen wir auch gleich was zu essen. Das scheint ja ganz gut zu sein. Ja, ist auch das Einzige. Okay. Nehmen wir mal das. Kaufen. Wir haben ja jetzt eigentlich ganz vieles Geld. Das müssen wir akzeptieren. Dann können wir das bezahlen, oder? Ah, nee, wir können das nicht bezahlen. Es wird dann einfach abgebucht. Oh, wetten, das wird dann wieder abgebucht, wenn wir natürlich kein Geld haben werden. Das ist immer so. Topseller. Top-Bewertung. Ah. Okay. Nice. Ich habe schon eins gekauft. Nice Erscheinung. Okay. Bei Idee. Nee, ich glaube, wir kaufen erstmal nichts für unser Zimmer. Wir haben ja vor, irgendwann auszuziehen, deswegen wäre das sinnlos. Nee, also ich weiß gerade gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung, von gekauft habe, noch nie gespielt. Also die PC-Sachen, die übernimmst du mit in die neue Wohnung, weil das war ja auch so, als wir von der Mami in die WG jetzt gezogen sind, haben wir auch die ganzen Sachen mitgenommen. Aber ich weiß nicht, wie es ist mit den Möbeln. Du machst, könntest du für mich ein Spiel aufnehmen? Wir gucken mal. Honey PSP. Ich glaube, wir haben die gar nicht. Das ist halt die Kacke. Ich weiß nicht mal, was für Konsolen wir schon haben. Und ich will es nicht einfach wieder akzeptieren. Einmal abbrechen. Oh Gott. Vielleicht sollten wir ein bisschen was aufrüsten, oder? Monitor, vielleicht. Wir haben den. Vielleicht sollten wir uns den kaufen. Eine Maus ist eigentlich egal. Webcam. Mikrofon. Kopfhörer haben wir noch, die Basics. Aber das lohnt sich gar nicht, weil die haben zwar einen Stern mehr, aber das sind ja unsere Renderpunkte, die wir dann beim Bearbeiten benutzen können. Und die, also hier kriegt man auch keine Renderpunkte, deswegen lohnt sich das überhaupt nicht. Hier auch nicht. Das wird sich halt lohnen, hätten wir zwei mehr. Ich weiß nicht, was soll ich denn kaufen? Ich glaube, ich kaufe einen neuen Monitor. Aber das ist dann wieder so viel Geld. Okay, wir machen es erstmal klein. Wir nehmen mal ein neues Mikrofon. Kommt. Ein neues Mikrofon. Das ist okay. Da ist Ah, das Spiel, was wir gekauft haben. Supi. Dann warten wir jetzt noch aufs Mikrofon. Dann können wir es gleich bei der Aufnahme benutzen. Da ist es auch schon. Öffnen. Yeah. Okay. Spiel öffnen. Das hier. Gameplay. Das bleibt jetzt so. Da können wir jetzt die Mono-Ausgabe nehmen.
Und jetzt haben wir 16 Renderpunkte zur Verfügung, die wir dann halt beim Bearbeiten benutzen können. Fortsetzen. Okay. Hä, warum stand da jetzt Hashtag 2? Haben wir das schon mal aufgenommen? Habe ich jetzt das falsche Spiel genommen? Hey. Ja, keine Ahnung, mal schauen. Hauptmenü. Ich kann gar nichts mehr wählen. Okay. Der Junge hat Hunger. Oh Gott, der hat ja auch nur ein Brötchen gegessen oder ein Brot oder was das auch immer war. Jetzt können wir nämlich alle drei wählen und haben sogar noch zwei Renderpunkte übrig. Sehr gut. Okay. Hol an. Oh Gott. Ja, geh was essen. Oh Gott. Wir müssen was zu essen kaufen. Der Junge hat Wir kaufen hier Mikrofon und so weiter ein. Wir haben aber nichts zu essen. Oh, okay. Dann warten wir halt. Gar kein Problem. In der Zeit machen wir die Karten. Wir nehmen mal konstruktive Kritik. Intro mit Logo. Wie viele haben wir denn zur Auswahl? Formelle Begrüßung. Ich glaube, wir haben die schon alle. Die sind alle doof. Okay. Ist schon hochgeladen. Okay, die Kommentare sind nicht so gut. Naja. Zeig doch die Kommentare an. Okay, hallo. Nein. Ich will... Super. Jetzt konnte ich die Kommentare nicht lesen. Naja. Einkaufen. Unsere Abonnentenzahl geht immer weiter nach unten. Komm, ein paar Hotdogs und Salat. Gesunde Ernährung und so. Getränke brauchen wir einfach nicht. Okay. Nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe es doch erst reparieren lassen. Leute. Dann gehen wir arbeiten. Vielleicht können wir uns ja dann was Besseres leisten, aber du musst erstmal schlafen. Und du musst nochmal was essen. Okay, es. Erstmal ein Salat, komm. Gönn dir hart nach so vielen Tagen mit hier Sandwiches und Brot und so. Kannst du dir mal gönnen. Ich muss sagen, für einen Junge ist dieses Zimmer eigentlich ganz schön. Bei meinem Privataccount habe ich auch ein Mädchen. Und da ist das ein bisschen komisch. Da habe ich aber auch viele Möbel dazu gekauft und so weiter. Also habe die Bettwäsche auch geändert und irgendwelche Teppiche gekauft und einen Ventilator und was weiß ich nicht alles. Eigentlich richtig sinnlos, weil wie gesagt, man zieht ja dann eh wieder um. Und ich glaube, die Sachen werden nicht mitgenommen. Überhaupt dann in der neuen Wohnung sich erstmal zurechtzufinden, ist mega schwer. Weil einfach alles anders, woanders steht. Okay, wir sind ein Level aufgestiegen. Okay, wir haben es verstanden. Und dann können wir wieder Karten, aber eine Karte können wir auswählen. Sprachgewandt, du bekommst 6% mehr Abonnenten mit angezockt Review oder Unboxing-Videos. Oh. 10% mehr Likes, dann nehmen wir doch lieber die Abonnenten oder aufrüsten. Du bekommst 6% mehr Abonnenten mit angezockt Review oder Unboxing-Videos. Hey, was soll das denn sein? Okay. Du verlierst Abonnenten, du solltest mir aufnehmen. Ich habe doch so viel aufgenommen. Oh Gott. Du sollst. Oh. Ja, spiel einfach. Das ist doch das, was wir letztens erst gekauft haben. Warum ist es denn jetzt wieder so schlecht? Das kann's doch nicht sein.
erstmal pennen. Och Mann, ich habe keine Lust, wieder ein neues Spiel zu kaufen. Und dann ist es im Endeffekt wieder so, wir kaufen jetzt einfach ein Spiel und nehmen das 10-mal hintereinander auf. Ist mir jetzt scheißegal, ich werde nicht die ganze Zeit neue Spiele kaufen. Was? Ja, hier ist aber nichts Gutes dabei. Ja. Wir haben ja auch nicht viel Auswahl gerade. Sind irgendwie alle schlecht. Das einzige Gute ist das hier, aber 60 Dollar. Wir nehmen jetzt erstmal das. Das muss reichen. Habe ich es jetzt gekauft? Nee. Und das zocken wir jetzt durch. Mir ist scheißegal. Mike, könntest du den Ventilator bitte auch so hinstellen, dass ich was abbekomme? Mir ist so warm. Gameplay auf. Nehm's auf. Das bleibt alles bei meinen Fortsätzen. Ja. Unser PC. Gib eine Begrüßung. Hier wird ja immer angezeigt, was für eine Karte ich nehmen soll. Aber so eine ist ja gar nicht da. Ich kann auch nicht weiterklicken, dass ich einfach zum nächsten gehe. Ach man. Ja. Und dann passen dann die Sequenzen nicht miteinander. Und hier ist Fragezeichen, was soll ich da nehmen? Normales Spiel. Was soll ich denn da nehmen? Machen wir mal fröhliche Aussendung. Ja, war jetzt auch falsch. Ladebildschirm mit Hinweis. Ich verstehe das irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja, unser PC ist okay. Zeit, einen neuen anzuschaffen. Titel wählen, welcher Fokus. Farbe zu ordnen. Rendern. Was haben wir da gespielt? Hochladen. So, jetzt ist so. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis es hochgeladen hat, dass wir das. Wenn du nichts unternimmst, um unsere Freundschaft willst. Nein, aber wir haben keine Zeit. Wir haben doch mal irgendjemanden gechattet. Jetzt nicht. Das nervt. Hat. Ja, fertig. Okay. Einfach das dreckige Geschirr wieder in den Kühlschrank gestellt. Gar kein Problem. Komm, reparier die Scheiße da. Wir können jetzt eh nicht aufnehmen. Weil es hochlädt. Okay, jetzt ist es hochgeladen. Kommentare, Kommentare auf. Mich interessieren eigentlich nur die Daumen hoch und Daumen runter. Ist ja nicht so, dass ich sie auch sehe, aber. Okay. Alles klar. Wir können auch bewerben. Erzähle es rum. Kriegen wir mehr, na, mehr Zuschauer, also mehr, die es gesehen haben. Aber nee, das machen wir nicht. Das wäre ein bisschen link von uns. Willst du dich unterhalten? Wir haben keine Zeit. Das Gaming-Video. Ich hoffe, okay, es ist noch im grünen Bereich, weil sonst wäre ich sauer. Ohne Scheiß, ich wäre wirklich sauer. Ich kann die nicht bewerten, ich kann die nur bewerben. Ja, da muss ich aber Geld für bezahlen. Ich krieg nur. Ein paar Euro, oder? Nee, 80. Das ist das günstigste. Ja. Und ich sehe, ich krieg nur ein paar, die mein Video mehr gesehen haben. Seht ihr? Jetzt brauche ich wieder irgendwas Lachendes und. Geht nicht.
Du hast ein Easter Egg gefunden. Feierlicher Schrei, komm. Ja, es war richtig. Spielintro. Sinnloser Kommentar. Was soll ich denn nehmen? Ja. Das war so klar. Egal. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht. So vielleicht, ne? Okay, kann man machen. Lass auch nicht machen. Es geht nicht anders. Okay. Neues Level. Überall. Hochladen. Es geht das Gerücht um, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Ich denke, es ist nicht besser. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Machen wir aber nicht. Wir verweigern es. Ha! Und kriegen dafür 5% mehr Abonnenten. Das neue Abonnenten auf deinem Kanal. Sehr gut, die können wir gebrauchen. Weil wir brauchen 50.000. Wie sollen wir das denn schaffen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erhalte 50.000 Abonnenten für deinen Kanal und beweisen. Erhalte 50.000 Abonnenten für deinen Kanal und beweisen, dass du wirklich das Zeug als YouTuber hast. Gut gedeutscht, okay. Ja, geschlafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, geschlafen. Das zweite Video lädt hoch. Ja, da sind die Meinungen geteilt, weil es halt nicht zusammengepasst hat. Bei der Nachbearbeitung. Okay, schlechte Nachbearbeitung. Ja, ja, wir wissen Bescheid. Okay, wir wollen es gar nicht lesen. Wir lassen uns von so Kommentaren nicht beunruhigen. So, und jetzt nimmst du nochmal auf. Wer hält sie immer das gleiche Spiel aufgenommen? Komm, gar kein Problem. Okay, fortsetzen. Okay. Interaktiver Ladebildschirm. Ach. Ernster Kommentar, komm. Erstes Spiel lernen, wie man es spielt. Professioneller Kommentar. Wir sind voll Profi. Oh, das ist sogar richtig. Ladebildschirm. Sinnloser Kommentar. Oh, ist auch richtig. Yeah. Hallöchen, bist du mal. Ich habe gehört, dass du ganz gute Videos machst. Könntest du für mich ein Spiel aufnehmen und das hochladen? Ich werde es dir schicken. Mal gucken, für was es ist. Honey. PSP. Oh, und ich habe wieder den Fehler gemacht, dass ich nicht geguckt habe, was für Konsolen wir überhaupt haben. Oh. Komm, wir akzeptieren es vielleicht mal. Oh Gott, das habe ich nicht gemacht. So, es passt einigermaßen irgendwie zusammen. Okay, und rennen. Okay. Okay, hochladen. Also, wenn jetzt sich irgendjemand beschwert, dass wir zu wenig hochgeladen haben, dann kriegt er eine. Essen. Komm, Hotdog. Wir haben gar keine Konsolen. Oh Gott. Ich vermische das alles immer mit meinem privaten Ladedings. Einkaufen. Wie viel kostet denn so eine Konsole? Oh Gott, die kostet bestimmt voll viel. Bis das Video hochgeladen ist. Okay, dann warten wir noch kurz. Na. Komm, okay. Kommentare sind eher schlecht als gut. Naja, egal. Einkaufen. All Consoles. Honey PSP 199 Euro. Wir könnten uns die leisten, aber dann hätten wir... Oh Gott, dann müssen wir alles ausgeben. Sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen? Sag was. Ja. Aber wir kriegen wieder Geld durch das Video ein, aber ich weiß nicht wie viel. Sollen wir es machen, ja? Ja. Honey PSP war es 100%, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir nur? Okay. Okay, es ist wieder soweit. Ich muss aufhören. Der Mike zeigt mir hier schon seine Stoppuhr.
Unsere Honey irgendwas ist angekommen. Okay, wir gucken es uns noch an. Wow, wie eine PSP. Nein, vielleicht in kein Spiel, der wird der Google andauern. Okay, okay, nein, unsere Abonnenten gehen jetzt da durch dich runter. Naja, egal. Auf jeden Fall testen wir dann das nächste Mal unsere neue Konsole. Wir haben ja ein Spiel, das wir bis zum 25. machen müssen. Das machen wir dann nächstes Mal. Also bis dann. Tschüss.